So, jetzt zeige ich euch mal, wie man DMSO anwenden kann bei Zahnschmerzen oder auch Zahnfleischentzündungen oder generell irgendwelche Entzündungen im Mundraum. Das haben auch sehr, sehr viele Leute und ich habe in den letzten 2 Tagen auch wieder ziemliche Zahnschmerzen gehabt. Vielleicht habe ich wieder zu viele Süßigkeiten gegessen. So, ich habe hier mein angemischtes DMSO, das ich auch für mein Gesicht verwende. Das ist so, sagen wir mal, 30-70 Mischung, 30% DMSO, 70% gutes Wasser, ganz wichtig. Und ich habe das immer in diesen braunen Glas-Pipettenflaschen. Hier ist dann schon eine Pipette mit dabei. Ich finde das immer eigentlich am praktischsten, weil man das so am besten dosieren kann. Genau, so. Was wichtig ist, wenn man das im Mundraum anwendet, dass man vorher seinen Mund gut gereinigt hat. Das kann man am besten zum Beispiel mit einer MMS-Mundspülung machen. Ich verwende das dann auch immer nach dem Zähneputzen. Ich mache immer erst die MMS-Mundspülung und putze dann meine Zähne und danach verwende ich DMSO im Mund. So, ganz einfach. Ich nehme hier meine Pipette mit ein bisschen DMSO. Ich habe ein bisschen Kieferprobleme, nicht wundern. Und dann verteile ich das einfach. Auf Zähnen und Zahnfleisch. Und am besten lasst ihr den Mund dann so ein bisschen offen, dass da Luft reinkommt, damit das DMSO nicht direkt vom Speichel wieder verdünnt wird. Ihr könnt auch bei wirklich schlimmen Entzündungen auch ruhig eine etwas stärkere Mischung benutzen, weil ja wie gesagt der Speichel im Mund das DMSO gleich verdünnt und so habt ihr dann einfach eine bessere und intensivere Wirkung. Für mich reicht das aber so mit dieser 70-30 Mischung und das mache ich dann so 2, 3, 4 Mal am Tag, je nachdem wie schlimm das ist und dann ist es eigentlich schon nach 1, 2 Tagen viel, viel besser und ja, die Schmerzen gehen einfach sehr, sehr schnell weg. Was noch wichtig ist, dass bevor ihr natürlich mit euren Fingern in euren Mund reingeht, ihr gut eure Hände wascht vorher. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig. Genauso wende ich das übrigens auch an meinen Lippen an zum Beispiel, wenn ich da irgendwie zum Beispiel Herpes habe oder so. Hatte ich jetzt kürzlich hier noch, sieht man schon gar nichts mehr von, weil ich da schön DMSO drauf gemacht habe. Und da nehme ich auch meine Pipette. Bei Herpes ist es nur ganz wichtig, dass ihr den Herpes nicht direkt berührt, sondern ich habe das immer da drüber gemacht und dann halt quasi den Tropfen runterlaufen lassen und dann darauf verteilt. So. Wenn ihr das öfter macht, nehmt auch immer einen anderen Finger. Wenn ihr jetzt nochmal so macht, dann würde ich einen anderen Finger nehmen, damit ihr das nicht überall verteilt und danach gut Hände waschen. Also mit diesen Pipettenflaschen ist das total einfach und ja, das kannst du an allen Körperregionen genauso anwenden. Ich wollte euch auch noch mal zeigen, dass ich hier auch zum Beispiel verschiedene Flaschen habe, wo ich verschiedene DMSO-Mischungen anmische, also in verschiedenen Stärken. Ich habe dann auch immer hier so kleine Markierungen drauf, damit ich auch weiß, was da drin ist. Genau. Und zum Beispiel für Ohrenschmerzen oder Augenprobleme, das heißt zum Beispiel Augenjucken bei Allergie oder auch Brennen oder Bindehautentzündung oder sowas, ist DMSO super. Ich hatte früher sehr, sehr starke Probleme immer mit Allergien und hatte da immer, wie gesagt, so Augenbrennen und Jucken und Tränen und da hat mir DMSO super Abhilfe geschaffen. Dafür würde ich am Anfang tatsächlich ein Tropfen DMSO auf 100 Tropfen Wasser verwenden. Wenn ihr das schon ein paar Mal öfter gemacht habt, könnt ihr ruhig auch 2, 3 Tropfen verwenden. Aber wenn ihr das das erste Mal macht, dann würde ich auf jeden Fall einen Tropfen auf 100 Tropfen gutes Wasser verwenden. Dann nehmt ihr einfach eure Pipette, wie ich das auch schon gezeigt habe, und tropft euch das ins Auge. Ich mache es jetzt nicht, weil ich will ja hier noch ein bisschen weiter filmen. Genau, das gleiche könnt ihr dann auch machen, wenn ihr zum Beispiel Ohrenschmerzen habt. Da würde ich aber ein bisschen mehr DMSO nehmen, vielleicht so wirklich 2, 3 Tropfen auf 50 bis 100 Tropfen Wasser. Und dann macht ihr genau das gleiche wie am Auge. Ihr nehmt eure Pipette, Kopf zur Seite, Tropfen rein und abwarten. 1, 2 Tropfen könnt ihr da reinmachen und wirklich auch ein bisschen so halten, damit es schön tief ins Ohr reinlaufen kann.
wenn ihr zum Beispiel eine Mittelohrentzündung habt oder einfach Ohrenschmerzen. Das kann man auch super bei Kindern machen zum Beispiel, weil das angenehmer ist als Ohrentropfen tatsächlich. Dieselbe Anwendung ist auch für die Nase. Wenn ihr zum Beispiel eine verstopfte Nase habt, Schnupfen, auch chronischen Schnupfen zum Beispiel, dann nehmt ihr einfach, also ich nehme dafür tatsächlich auch meine stärkere Mischung, also meine 70-30 Dimsum-Mischung, die ich auch für mein Gesicht verwende, und nehme wieder meine Pipette, Kopf nach hinten, ein Tropfen in die Nase, in jedes Nasenloch, oder je nachdem, wenn nur ein Nasenloch zu ist, dann nur in eins. Genau, und dann habt ihr wirklich super schnelle Besserung. Also ihr werdet es gleich merken, dass DMSO einfach die kompletten Nebenhöhlen aufräumt. Und so könnt ihr bei diesen sehr alltäglichen Beschwerden, tatsächlich bei vielen, ganz einfach mit einem Mittel alles behandeln. Und das finde ich halt so super cool. Wenn ihr auch unter chronischer Nasennebenhöhlenentzündung leidet oder einfach auch Schnupfen habt oder eine verstopfte Nase, dann eignet sich auch so eine Nasendusche total gut. Ihr könnt das mit Salz machen oder auch einfach nur mit gutem Wasser, und dann tut ihr einfach noch ein, zwei Tropfen DMSO mit rein. Macht das so zwei, dreimal am Tag und dann sollte sich das innerhalb von ein, zwei Tagen auch schon wieder erledigt haben. Es ist wirklich, wie ihr gerade gesehen habt, total einfach. Ihr mischt einfach nur bisschen DMSO mit Wasser, und diese Mischung könnt ihr dann für alle Körperbereiche und für die verschiedensten Symptome und Krankheiten oder sonst wie verwenden. Und das finde ich an DMSO einfach so super cool.